Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Age of Empires 4. Die letzte Folge hat etwas schnell abgebrochen. Ich konnte leider noch nicht sagen, macht's gut. Also in diesem Sinne nochmal, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach, vielen Dank fürs Zuschauen, kann man eigentlich auch am Anfang schon sagen. Falls es dieses Mal wieder passiert, dann bleibt natürlich gesund und vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Kommentare, Likes, das freut mich alles sehr. Und gerade so ein kleiner Kanal, der profitiert stark von diesen Kommentaren und Interaktionen, was den Like-Button angeht. Und das ganze Zeug, ihr wisst es bestimmt, ihr habt es oft genug gehört von diversen YouTubern. Ich muss das jetzt auch sagen, leider. Sorry. Ja, mein Rechner ist abgekackt am Ende. Es hat ganz laut in meinen Kopfhörern so ein komisches Grrrt-Geräusch gemacht. Und ich habe gedacht, es wäre nur irgendwie so ein Störgeräusch und habe dann noch weiter geredet. So, oh, habt ihr das Störgeräusch auch gehört? Was ist denn passiert? Und dann habe ich gemerkt, dass meine Maus nicht mehr reagiert und mein Rechner einfach abgekackt ist. Das war sehr tragisch. Deshalb gehen wir jetzt auf Einzelspiele. Und oh, wie es scheint in der vorletzten, ich weiß nicht, ob das jetzt schon die vorletzte Mission ist, aber es sieht fast so aus, weil, wie viele haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, das waren 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier ist ja auch das Datum einmal sogar zurückgesprungen, was ich sehr seltsam fand, aber das war halt so. Also es kann sein, dass hier, aber mehr wie eine passt hier ja eigentlich gar nicht mehr dazwischen. Deshalb könnte es sein, dass das hier nur 18, wir sind Nummer 7. Es könnte sein, dass hier noch eine auftaucht, eine 9. Aber ich glaube, 10 werden hier nicht mehr reinpassen. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 1448 und wir sind in der Normandie. Es ist immer noch der 100-jährige Krieg, die Kampagne der Franzosen. Und wir haben auch schon fast 100 Jahre hinter uns gebracht. Die Rückeroberung der Normandie. Die Normandie sollte ein furioses Ende des langjährigen Herrschaftsstreites erleben. Mission starten. Die Schlacht von Patay war eine Katastrophe für die Engländer. Die Franzosen radierten ihre Bogenschützen aus und vertrieben ihre Streitkräfte aus dem Loiretal. Nun war für Johanna von Orléans und den Dauphin der Weg nach Reims frei. Johanna! Ah, nicht Reims, nicht Reims, sondern Reims. Okay. Die Jungfrau von Orléans ritt mit dem Dauphin durch die Straßen und war an seiner Seite, als er schließlich zu König Karl V. von Frankreich gekrönt wurde. Doch keine zwei Jahre später wurde Johanna im Gefecht gefangen genommen, an die Engländer verkauft und der Ketzerei angeklagt. Nein, Johanna! Einfach 6 verkauft. Monate verbrachte sie in Erwartung ihres Schicksals im Kerker. König Karl, der Johanna seine Krone verdankte, tat nichts, um ihr zur Freiheit zu verhelfen. Ihr Urteil lautete: schuldig. Am 30. Mai 1431 wurde Johanna von Orléans zum alten Marktplatz von Rouen geführt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Boah, das ist grausam. Lebendig verbrannt zu werden. Sie war 19 Jahre alt. Doch was die Jungfrau von Orléans begonnen hatte, endete nicht mit ihr. Ihre Siege waren der Beginn einer Reihe von militärischen Erfolgen für die Franzosen. Die Befreiung kam in Reichweite. Unter der Führung der zwei Brüder Jean und Gaspard Bureau perfektionierten die französischen Truppen den Einsatz von Artillerie und wurden zu einer disziplinierten, modernen Streitmacht. Boah, krieg ich jetzt Kanonen? 1448 war König Karl zu einem größeren Schlag gegen die Engländer bereit. Er schwor, die Normandie zurückzugewinnen. Rückeroberung der Normandie, 1437. Das Aufkommen von Schießpulverwaffen läutete eine neue Ära der Kriegsführung ein. Während die englische Armee noch auf Langbögen setzte,
bot sich den Franzosen eine einzigartige Gelegenheit, sie zu bezwingen. Oh, kriege ich jetzt endlich hier die Feuerschlangen? Das wäre es natürlich. Oh, die Häuser sehen voll schön aus. Bunt. Hier unten steht es auch mal. Also da stand eben, zu einigen Punkten führen mehrere Wege. Und wir sollen eine Abkürzung nehmen. Also es gibt gute Sachen. Das haben wir in der letzten Mission ja festgestellt, dass es verschiedene Wege gibt, wie man die Gegner umlaufen kann und dann von der Seite angreifen kann oder so. Das ist sehr nützlich auf jeden Fall. Nützliche Tastenkürzel für viele Aktionen. Vielleicht sollte ich mir die Tastenkürzel mal angucken und auswendig lernen. Aber ich habe ja schon so ein paar. Ja gut, eigentlich habe ich nur das mit den Truppen sammeln. Egal, los geht's. Dank der Großmeister der Artillerie, den Bürobrüdern, hatte die Armee von König Karl dem VII. Bald Zugang zur modernsten Artillerie Europas. Während die Brüder ihre Waffen weiterentwickelten, arbeitete der König Pläne für deren Einsatz aus. Er würde die Normandie wieder unter französische Kontrolle bringen. Er kommt nicht klar. In der ersten Phase des königlichen Plans sollte den Bürobrüdern genug Zeit für die Perfektionierung ihrer Kanonen eingeräumt werden. Er beauftragte seine Armee damit, eine Operationsbasis zu sichern. Die machen eine große Reihe, das ist blöd. Das mag ich nicht. Ich hoffe, die machen zwei Reihen, wie sie es vorhatten. Okay, er hat Reiter- und Speerkämpfe. Ich soll hier das einnehmen und dann kann ich da wahrscheinlich was bauen. Ja, komm dann. Greif mir einfach an hier. Oder sollen wir so ein bisschen rauslocken? Ihr könnt euch von hier auch da angreifen. Lauft nicht so viele Kreis, haut einfach drauf. Die laden halt echt stundenlang nach, aber die sind dafür sehr stark. Schade, ich habe keinen Held dabei. Ja, ich habe eine Base. Weil alle Bauern sind gestorben. Da die Stadt unter französischer Kontrolle stand, konnten die Bürobrüder nun sowohl die Universität als auch ihre eigene Belagerungswerkstatt nutzen. Mit diesen Möglichkeiten zur Hand wollten sie alles über die jüngsten Innovationen zur Herstellung des wirksamsten Schießpulvers erlernen. Während die Armee auf ihre neuen Waffen wartete, beschützte sie die Stadt gegen englische Angriffe. Okay, die Straße geht hier lang. Ach, das ist der Fluss, der geht hier lang. Okay, der Fluss beschützt mich. Die kommen wahrscheinlich von da oben. Lass mal mehr Bogenschützen. Ich habe Steine, da kann ich das verbessern. Ich schon einen Marktplatz. Fest entschlossen, die Stadt zurückzuerobern, näherte sich eine Gruppe englischer Soldaten dem französischen Stützpunkt. Compagnon, comme il vous plaît.
Alter. Grazie. Jetzt wird's dunkel. On the way. Oje. Grazie. Betsy, Kommandement. Tot oui, Sabanon. De souffle, les Sorions. Die Jetsdown, Postier. Bien, Savets, Quoque, nos Sanfier. Jetsmes, Alberester, Anon. Wida, Avance. Pour l'est de votre plaisir. A Jesmes Vos, Archer de Resto. Oh, jetzt, tous le monde. L'ange batige s'estuit. Dostia, l'oreille. Bogenschützen sind einfach die mächtigsten. Ihr zwei seid Nummer 8. Ihr macht hier wieder zu. Obwohl, können wir eigentlich schon Steinmauern bauen. Fex, tirez moi, faux compagnon. Bécile, j'obtends père à vos avis. Attendez les commandements, Manans. L'ors batige s'estuit. Veille si j'y voyais de s'estère. Feignez, avion moué. Oyez, pour vous servir. Marchez, rien moué, Crestouz. Advertenz, tout le monde. Ich glaube, ich muss hier das Holz weghacken gehen. Arbelestre, Arbelestière, avant, allons. Arbeleste au col, avant. Compagnon et comprends. Envoué vers nos. Les autres laissent commandement. Avant, à mon commandement. Archer, j'obtempère. Advertence, tout le monde. Reste pour la besoin, Manance. Giovanni Bastia. Interessant. Ein Wildschwein. Oh, me faut trahir? Ça est belle, Manuel. Chascu, si fais vos commandements. Ayez cure, aux commandements. Bech, vechi commandement. Restreinte son de l'ennemi. Arbeleste, je gagne de mon gain. Valid, oi, citos. Yen, yen, vech. Plus je vole. Archer, allons primo.
Compagnon, je te perds à Oxanix. Arbalesté, à quoi que tu passes? Avant, Arbalesté! Arbalesté, allons, t'es vu une scroll, Robert Sainz? A chest mess boss, Arbalesté! Arbalesté, Compagnon, nos Arbalesté, à Parmeil! Okay, ich muss die Mauern schnell wieder zubauen. Eule, Miss, à votre commandement. Ihr Schweine. Va jetzt moi besoin. Los batige s'estui. Oh jetzt, les ordonnances. Au vent, ça. Que faut-il donc besoigner? Va jetzt moi besoin. Arbalète, compagnon. En rabat. Alors, ça barmait. Oh, me faut trahir? Un besoin. Pouvons savoir. Oi, mestière de mouet. Oi, mestière de mouet. De vers ouvrir à Parmain. Atteste bien, oi. Besoin à faire? Chevali Bastir. Compagnon, compagnon, nos allons. Besoin à faire. Oyez, l'ors de von Snors alert. Geht alle Holzhacken. Die müssen hier das Holz weghacken, weil ich glaube, das Holz stört mich hier gerade beim Mauerbau. Ich will nämlich hier direkt Mauern hinbauen. Werkstatt der Bürobrüder muss überleben. Okay, dann wäre es vielleicht auch klug, hier was drum zu bauen. Kann ich da einfach Mauern drum bauen? Nee. Vernichtet die Bäume. Que faut-il? Ils sont voués. Je vous amène mes riens. Oh, jetzt bien. Allons, ça part main. Entière. Lexi comme le volet. Mais ici, laisse commandement, comme il vous plaît. Musik ist komisch, irgendwo greifen sie gleich an. Die Brüder arbeiteten unermüdlich am Guss ihrer Geschützrohre. Oh ja. Es fehlte ihnen aber noch an Erkenntnissen im Bereich der Schießpulverchemie. Hoch. Und oben, die Trottel. La victoire à ceux qui apportent bien. Die machen auch sehr gute Arbeit hier. Hätte ich die Holzwelle erst mal stehen lassen sollen. Nur ein Tor hinten. Gut gemacht, meine Armbrust. Oh ja, Nachladezeit. Das ist mega. Einheitenkosten gesenkt. Das ist auch super. So, ihr geht auch mal mit Holz hacken, damit es ganz schnell weggeht. Hier. Ach, ich kann doch hier die heilige Stätte einnehmen, wenn ich ein Kloster baue. Ihr drei geht mal da rein. Du reparierst den mal schnell. Was ist denn mit ihm? Das ist doch der vom Anfang, der Dumme. Ein paar Ritter. Nos balles sont bien comprends. Yves. Oh,
mein Bein ist eingeschlafen. Ich brauche mal einen Trupp Reiter, mit dem ich mich ein bisschen umgucken kann. Ein Speer wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Oh ja, ich kann Kanonen bauen. Ribaude Quinn. Fünfläufige Schießpulverwaffe. Effektiv gegen große Einheitengruppen. Ach, stellt euch einfach auf die Mauer. Aber so ist eigentlich ganz gut, wenn die nur von hier angreifen. Das ist gar kein Problem. Ihr zwei baut mir mal ein Kloster. Ach, das kann ich hier als Verteidigungsgebäude mit hinbauen. Ich würde es am liebsten direkt hier so hinbauen. Aber hier oben ist die Verteidigung gerade am nötigsten, glaube ich. Hier vorne ist ja das Ding. Stellt euch mal hier hin, damit ich euch dann sehe. Was ist hier los? Point de repos pour les hardis. Qu'attendez-vous de moi? So, die haben doch fast alles abgehackt. Können wir hier jetzt schon Mauern bauen? Kann natürlich sein, dass ich das Ding hier oben dann nicht mehr brauche, aber ist nicht so schlimm. J'attends ma besogne prochaine. Die hier Platz gemacht haben, kann ich ja da wieder eins hinbauen. Aber ich glaube, ich muss das hier abreißen. Une œuvre bien assouvie. J'attends vos avis. Was? Ich habe nicht genug Geld, aber ich habe mega viel Holz und Essen. Ich kann ja die Mauern direkt mit sie ausweiten. Was? Ist der doofe Baum da? Mach den mal weg. Das war klar, jetzt greifen sie da unten an. Die haben sogar einen Priester dabei. J'attends ma besoin, il serait. Moult me. Qu'attendez-vous de moi? Souda! Boah, die haben einen Turm platt gemacht. Jetzt wollen sie hier runter, oder was? Ich hol euch. Ah, Mist, ich will doch die anderen bauen. Das sind schnelle. Fais, compagnon! Avant et sans bêler! Je fais votre commandement. Cousez-vous. J'ai pourvoyé. Borastier, il nous faut marcher. Ne clamez pas, avancez. Joy et Job Tempère. Joy et Job Tempère. J'ai pourvoyé. Je fais comme il vous plaise. Les archi-ennemis infligent notre bataille! Suis pour vos aidiers. Souda, fais ici de nouvelles commandements. J'attends ma besogne prochaine. Soyez envoués vers la gloire. Allons donc cueillir l'air. La devine aux hostiles. Oh shit. Nos armes. Je fais comme il vous plaît. Abattons nos ennemis. Nos carrettes.
Auf sie! Die ganzen Schützen sollen sich mal hier versammeln. Ja. Où dois-je décocher mon cloison? Avez-vous commandement pour... Oui, je l'emprunte tantôt. Meine Dorfbewohner sind abgekratzt. Je mâche mon si besoin n'y a par main. Et sans bêler. Forestier, il nous faut marcher. J'attends vos advices. Je prends cure de ce manprès, suis pour vos aidiers. Ce sera moult. J'attends ma besogne prochaine. Un hostel à Bastille. Assignez votre plaisir et ordonnance. Nous attendons les commandements maintenant. Maintenant, maintenant, restez tous avec moi. Écoute les ordonnances. Bien, bien, je le vais faire. Allons, sans intermoyer. Un hostel à Bastille. J'arrive. Qu'est-ce que je fais, votre commandement? Voyons les commandements qui nous... Avant et sans mêler. Ne clamez pas, avancez. Guerre des gâtes les choses. Les coustiniers sont prêts. Ainsi soit fait. Nous avons. Gut, ich würde sagen, die Festung ist halb gesichert. Es läuft ganz gut. Die Truppen wachsen. Deshalb vielen Dank fürs Zuschauen. An dieser Stelle werde ich ein. Ich wollte immer Pause drücken. Schreibt gerne unten was rein, wie es euch gefallen hat oder einfach nur ein Smiley, während ihr es guckt. Das hilft sehr, wenn ich Kommentare bekomme. Vielen Dank auf jeden Fall, wenn ihr es gemacht habt. Ihr habt es eh schon gemacht, also brauche ich mich gar nicht bedanken. Aber ich mache es trotzdem, denn ihr seid die Besten. Ohne Zuschauer kein Wachstum und traurig. Keine guckt mir zu. Nein, ich weiß genau, es geht ab, es macht Bock. Ich habe jetzt hier einen Trupp ausgehoben, habe ein paar Reiter, mit denen ich jetzt mal auf die Erkundung gehe. In der nächsten Folge. Deshalb wird die nächste Folge spannend und ich hoffe, die hacken jetzt hier mal ein bisschen schneller, damit ich die Mauern zumachen kann und nicht mehr hier alles hin und her rennen muss. Das ist nämlich gerade ein bisschen stressig, aber es geht. Ihr habt es gesehen, die kommen nur mit wirklich kleinen Truppen. Also es ist überschaubar und meine Truppe ist deutlich stärker und der Turm macht einen super Job. Also freut euch mit mir zusammen auf die nächste Folge. Ich bin auch sehr gespannt, wie es mit der Geschichte weitergeht in Frankreich. Leider haben wir Johanna verloren und auch gar keinen Helden aktuell dabei, was auch ein bisschen schade ist. Denn wenn man so ein paar Missionen mit den Helden gespielt hat, gewöhnt man sich doch an die Fähigkeiten von denen. Und dann ist es sehr schade, wenn sie nicht mehr da sind. Und gerade die Fähigkeit von der Johanna war super nützlich, wenn man die Einheiten heilen kann. Deshalb hoffe ich, dass wir wieder jemanden ähnlich Starkes bekommen. Ansonsten bleibt gesund und macht's gut.